Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Creativerse. Und ratet mal, wer nicht zum Stream gekommen ist, Hust. Ja, mal davon abgesehen hatte ich so eine kleine Meinungsverschiedenheit mit dem Spiel beim Login. Also ich wollte mich einloggen, das Spiel wollte das aber nicht. Deswegen, ja, jetzt klappt es aber endlich. Der Part wird jetzt hier nicht geplant um 15 Uhr kommen. Ich versuche den heute aber noch abzuladen. Ich möchte da hinten auf jeden Fall noch mal gucken gehen. Aber auch noch mal schnell irgendwie hier mit dem Tool das mal fertig machen. Warte mal. So. Das sieht doch gut aus. So, ich möchte keine Blöcke kaufen. Ich habe ja zum Glück welche im Inventar. Die können wir jetzt ja erstmal benutzen, um das hier voll zu klatschen. So. Ich möchte hier was Schönes hinbauen, ne? Das Schwein wollen wir auf jeden Fall einsperren. Ich bin da voll für. So. Diese Blueprints sind schon ein Segen, muss man schon sagen. So, hier fehlt jetzt noch. Aber dann haben wir das auch gleich hier. So, ich werde das jetzt hier einfach mal ganz kurz mit der Hand machen. So, ich habe meinen Blueprint erledigt. Sag bloß. So. Das soll ja dann hier ein bisschen passend aussehen. Dass wir dann hier auch noch ein bisschen was bauen können. Und ich wollte mal schauen. Also ich wollte ja erstmal so ein bisschen im Mittelalterstil bleiben. Wobei wir auch was Schönes, Modernes hinten am Strand bauen können. Da hatte der Sven nochmal geschrieben, dass man da doch irgendwie sich hin teleportieren kann. Da wollen wir dann nochmal gucken, wie wir das machen. Irgendwo kann man so einen Teleporter bauen, aber wir schauen mal. Wir haben ja Zeit, wir lassen uns nicht stressen. Alles easy. So, und dann habe ich die Erde hier auch gleich schon wieder aufgebraucht. So, ich ignoriere das jetzt einfach mal, dass es da unten dunkel wird. Wir werden ja hoffentlich nichts mehr da unten mit zu tun haben. So. Dann haben wir aber auf jeden Fall die Ebene hier schon mal abgegrast oder begrast. Oder nochmal hier die Ecke. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus hier. Huch. So. Weil Erde heilig und kostbar ist. Dass ich das mal in einem Crafting-Spiel sage, werden wir sie hier auch, Gottes Willen, ich dachte, uns besucht was. Wir müssen aber gleich noch mal ein bisschen was im Inventar abchecken, weil es war ja jetzt Feiertage. Wir haben jetzt irgendwie den 29. Dezember, glaube ich, weiß es gar nicht. So, für mich gab es ja keine Feiertage, aber für den Rest der Menschheit gefühlt. So, auf jeden Fall habe ich hier so ein paar Sachen bekommen oder mir gegönnt. Boah, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Dann fügen wir hier noch so ein Ding ein. Dann haben wir die Ebene nämlich hier schon mal gemacht. Ist schon geil geworden. So. Ich überlege, ob wir die Unterwasserlagune wirklich machen. Oder nicht. So haben wir denn neue Geschenke. Immer noch nicht. Aber wir haben eine Menge Bundles hier, wie ihr seht. Deswegen gehen wir erstmal. Seht ihr, wir haben hier so einen Toy-Kram. Ich habe das schon mal alles geholt. Mir gegönnt. Elfie Toys Drive. Holiday Music Box. Ist auch nicht schlecht, ne? So, Bag. Nehmen wir so ein Bundle mit Frost-Dingern. Dann wollte ich das hier mal claimen. So, das sind ja diese Login-Bundles. Jetzt habe ich hier noch sowas gekauft. Das sah voll cool aus. Ich muss das einfach haben. Wenn ich da sehe, Loot Spawner, das wollte ich mal ausprobieren. Ich meine, so ein Loot Spawner. Aber wir werden das erstmal alles verpacken. So Blueprints featured. Very large Christmas tree. Auf jeden Fall. Map. Hier wollte ich ja mal die Map ein bisschen. So, wie können wir jetzt hier. Wir konnten hier mal rauszoomen, ne? Huch. Genau so. Ich wollte nämlich in diesem Part ein bisschen erkunden gehen.
oder dann jetzt demnächst mal. Vorher möchte ich aber meine Items hier noch loswerden. So, hier haben wir noch die ganzen Storage-Sachen. Ich packe das jetzt erstmal hier in die Eingangshalle, was wir alles haben und nicht brauchen eventuell. So, und zwar... Nein! Jetzt ist alles im Inventar, ne? Verdammt. Doch nicht, hä? Okay, ich claim das jetzt alles. Jetzt ist es mir auch egal. Claim. 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 So, was haben wir hier? The Merry Music Bundle. Okay. Block Bundle und die Wand. Ulti oder Ultimate Machine Pack. Ach, wir haben hier noch was. Na Mensch, das können wir doch praktisch hier alles erstmal hinpacken. Ich wollte aber das, was wir hier nicht brauchen. Ich nehme mal so ein bisschen Erde mit zum Hochstacken und so. Super Extractor. Dann die Obsidian Mining Cell können wir ja mal mitnehmen. So, ich hoffe, wir sterben einfach nicht unterwegs. Wir haben auf jeden Fall zu essen, Health Potion und Licht haben wir dabei. Und sonst ist das Inventar leer. Ich bin aber am Überlegen, ob wir uns noch ein Schwert machen. Aber vielleicht gleich ein Obsidian-Schwert. Rezepte für alle. Yellow Adobe Wall. Blue Bat. Haben wir das hier alles reingetan? Also, dass wir da was reingetan haben, das weiß ich. Aber ob wir alles da reingetan haben? Achso, so ein Bett wollte ich auch mitnehmen. Wenn wir schon mal dabei sind. Und dann würde ich mal gucken, dass wir uns ein Schwert craften. Sword. So. Premium. Tar Magnetite. Galactic Flux. Irgendwas. Medieval. Hidden Temple Sword. Industrial. Oh mein Gott. Obsidian Sword. Mirui Bone Stonewall Obsidian. Ich glaube, das haben wir. Unten im Keller irgendwo, aber wir müssten da irgendwie was haben, auf jeden Fall. So. Diese ganzen Dinger, die hier schon stehen, ne? So, erstmal Obsidian. So, Stone Rods. Stone Rods haben wir hier. So, was brauchten wir noch? Mirui und Bones. Das haben wir, glaube ich, hier beim Monster Loot. Mirui und Bones. Da können wir uns ja gleich sogar mehrere herstellen. Huch. Ach, haben wir hier sogar schon. Iron. Feral Pixie Fur. Hm, klar. Ich habe jetzt aus Versehen 4 hergestellt. Ne? Das passiert mal. So, wir haben hier diese Haken hier. Okay, wir packen das mal hier rein. So. Obsidian Swords. So. Dann packen wir hier dann unsere Sachen wieder zurück. Huch. Was wir alles eigentlich so nicht brauchen. Nee, warte mal. Das muss hier hin. Und das hier hin. So. Back. Dann können wir jetzt einmal die Waffe austauschen. Wir haben sowieso noch ein Obsidian Sword. Ja, dann nehmen wir einfach ein neues mit. Und eine Stone Mining Cell. Wir haben noch die Obsidian Mining Cell. Das wird schon. So, Costumes. Ich wollte mir... Hallo. Und zwar den Holiday Hat. Er ist sogar schwarz. Verdammte Scheiße, wie geil ist das denn? Ja, okay, haben wir nix. Hier haben wir auch nix. Und jetzt diese Eissachen, die man kriegen kann, aber die möchte ich nicht. Select Flashlight Skin. Wir... Taschenlampe? Wir haben eine Taschenlampe? Warum sagt mir das keiner? So. Dann gucken wir uns doch mal bei unserem Nachbarn um. So, Teleport. Huch. Dann gucken wir mal.
Das sieht nämlich aus, als ob er hier fleißig war. Er hat schon mal fette Lampen hier gebaut. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Das ist auch mal eine geile Sache. Das hier einfach so hochkant hinzustellen. Das ist mal eine Idee. So, er hat hier schon fleißig Sachen gemacht. Ich glotze jetzt hier einfach ein bisschen in deiner Bude rum. Was ist das denn Geiles? Industrial Locker. Der hat hier einfach so Spinte hingestellt. Oh. Top Hat. Can be worn by pets. Ja, wir haben jetzt kein Pet, ne? Was haben wir hier Geiles? Teleporter. Das ist ja mal cool. Nein, was habe ich gemacht? Man kann da reingehen? Oh Gott. Wo kommen wir jetzt raus? Ich dachte, man kann damit jetzt nur Blöcke teleportieren. Ach du Scheiße. Wo ist er denn hier? Da oben. Das ist ja geil. Hier waren wir noch gar nicht, oder? Oh. Wenn ich mir so ansehe. Das wird auch ein Babykrebs. Oh, hallo. Ja. Geil. Also so funktioniert das. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann werden wir uns auch sowas holen müssen. Vielleicht ist Sven ja auch so nett und craftet uns sowas und legt es in unsere Geschenketruhe. Ich müsste nämlich erstmal gucken, wo das geht. Oder er sagt es uns einfach. Das geht natürlich auch. So, ich wusste gar nicht, dass man so rundes Holz hier machen kann. Er hat eine Farm auf dem Dach. Oh mein Gott. Lass mich doch hier hin. Ich will gucken. Und er hat Besuch auf dem Dach. Das ist geil, ey. Also. Ne, ich sehe Mais da hinten und dann sehe ich das hier, ne? Hat er da Mais? Horned Melon. Hornmelon oder was? Bee-Wax. Oh, warte. Wenn man so eine Bienenkönigin platziert auf so einem Baumstumpf, kriegt man dann Wachs da drum? Lettuce Plant. Das ist ja geil. Das ist geil, ey. Das muss ich mir abgucken. Ganz ehrlich, das muss ich mir abgucken. Da muss ich auch irgendwie sowas nochmal machen. Ich spiele seit, keine Ahnung, der wievielte Part ist das? Der. Warte, ich gucke jetzt mal schnell nach. Creativeverse. Es müsste der 37. Part sein. Wir haben hier gefühlt gar nichts erreicht und dann kommt Sven. Ach, hier geht's runter. Okay, wir gehen jetzt mal nicht lang, weil wir keinen Besuch haben wollen. Hier geht's dann in seine Megabude. Hat sich hier schon was getan eigentlich? Ich kann mir vorstellen, dass das hier sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Zwar keine 37 Parts, wie wir gebraucht haben bisher. Aber hey. Ja, doch, hier hat er schon mal einen Schreibtisch gebaut. Mittlerweile. Waren hier vorher zwei Betten. Noch mehr Ablagefläche, so sieht das zumindest aus. Ja, ist cool gemacht, ne? Wir gehen jetzt mal auf den Dachboden oder was ist das? Hier sind auch Truhen. Ach ja. So cool, ne? So, ich möchte aber ins Wasser springen. Ich liebe das, ne? Kann ins Wasser springen, nichts passiert. Yay! So. Auf jeden Fall sehr geil, was der Typ hier macht. Bin mal gespannt. Das sieht ja jetzt schon voll geil aus, ne? Was da noch so draus wird. Und dass das hier wirklich Natur war. Finde ich sehr interessant. So. Aber ich würde das mal ausprobieren. Und zwar, wir haben ja irgendwo so eine Bienenkönigin und bestimmt kriegen wir ja mal schnell ein Holz irgendwo her. Und ob sich da drumherum dann diese Bienendings ansammelt. Das wäre mal echt praktisch zu wissen.
Ach so, jetzt muss ich mal gucken. Holzprodukte. Ist das bei den Monstersachen mit drin? Ne, warte mal, vielleicht hier irgendwo, ne? Nahrung? Ne, Nahrung glaube ich nicht. Sonstiges. Wo haben wir das hin? Beeswax. Queen Bee. Ich probiere das jetzt aus. Ich wollte zwar gerade losgehen, aber ich probiere das jetzt aus. Wir klauen uns von oben einfach so ein Holzding. So. Entweder werde ich gleich ausgelacht oder Mensch, die hat echt gute Kombinationsarbeit geleistet. So, ich muss dich mal befreien, Baum. Und da drumherum sammeln sich dann vielleicht diese Bienenviecher an, ne? So, das probieren wir jetzt aus. So. Ich bin gespannt. So, ich packe die Bienen jetzt mit zur Erde und zum Dreck mit rein. Und dann gehen wir schlafen und machen uns auf den Weg. So, mit Weihnachtsmütze gehen wir schlafen. Das ist ganz wichtig. Huch. Kommt davon, wenn man nicht hinguckt. Zumindest ist meine Weizenfarm größer als die von Sven. Ich weiß zwar nicht, wofür wir so viel Weizen brauchen, aber ich habe es jetzt. So, ich habe überlegt, wir gehen hier lang. Das heißt, wir müssen da lang, ne? Ja. Dann machen wir uns auf den Weg. Mit deinem Schwert in der Hand. Nein, wir nehmen die Mining Cell in die Hand. Und dann setzen wir da hinten einfach mal über. Hallo, liebes Ferkel. So, hier sieht es aus, als ob es hier tief nach unten geht. Deswegen meiden wir das mal. Ich sehe schon kommen. Wir sind gerade auf der anderen Seite angekommen, wollen erkunden und Chihiro fällt in ein Loch. Bin ja gespannt, ob wir wirklich schon alle Biome gesehen haben. Oder ob dann wirklich vielleicht noch welche kommen. Der Baum wächst ja auch ziemlich geil rein. So, wir haben ja einen fetten Höhlengang schon hinter uns, aber heute expedieren wir mal, wenn das das Verb dazu ist, wenn man auf Expedition geht. So, ach ja, da war ja so eine Bergkette im Weg. Mit so netten Leuten, die nicht positiv gesinnt sind. Aber wir gucken mal. Kommen da schon irgendwie lang. Das heißt, wir sind jetzt hier, ne? Wir könnten auch außen rum gehen. Die Spitze hier wollten wir uns merken, oder? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Oder war das die hier? Die hier war das. Ah. Und hier rüber wäre auch nicht schlecht, ne? Wir machen das. Wir setzen an unserer Spitze hier über. So, dafür müssen wir aber erstmal hier lang latschen. Oh Gott, ey. Bloß nicht hier reinfallen. Auf den ersten Blick sieht das harmlos auf und auf dem nächsten dann nicht mehr so. Hallo, lieber Krebs. Oder Riesenkrebs. Oder Megakrebs. Und Babykrebse. Die sind und bleiben einfach süß. Aber der arme Babykrebs ist auf der Insel gefangen. Du kannst doch wohl schwimmen. Du bist ein Krebs. Oh. Da wollen wir nicht rein. Sicher ist sicher. Huch. Was passiert denn hier? So, dann. Ah! Gottes Willen, ey. Eigentlich ist es ja überhaupt nicht schlimm, in so eine Höhle reinzugehen, aber ich kriege trotzdem meinen Herzinfarkt, wenn ich ungeplant in Höhlen rein muss. Sieht auch cool aus. Wir sind bald da angekommen, an unserer coolen Spitze. Da würde ich gern was Modernes hinbauen.
Zwar nicht jetzt, aber wenn wir vielleicht unsere Expedition erledigt haben oder so, mal gucken. Auf jeden Fall so ein Teleporter. Wir müssen mal gucken, wo wir das finden. Das Ding heißt ja, glaube ich, auch Teleporter. Wir gucken dann einfach mal. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir sind voll falsch gelaufen. Warte, wir müssen hier lang, ne? Ja. Was ist denn das für ein Gigabaum da hinten? Das ist der Urbaum. Da wird der Gott des Waldes angebetet. Nur der Wald, der wurde um ihn herum leider schon komplett abgeholzt von irgendwelchen Zivilisationen, die jetzt auch nicht mehr überlebt haben. So. Hier müsste das sein. Scheiße, ich bin immer noch falsch. Egal. Sieht auch nicht schlecht aus da hinten, ne? Ich möchte aber zu unserer Insel da hinten. Und dann möchte ich dort noch mal gucken, was man für diesen Teleporter eigentlich braucht. Es war schlau, ne? Ich hätte das vorher tun sollen. So, wir machen hier aber eine kurze Pause. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.